Hallo, liebe Business Deutsche Enthusiasten, herzlich willkommen hier wieder auf businessnamesky.com, wo ich euch zeige, wie ihr Business Deutsch mit Spaß und Leichtigkeit lernt. Mir ist es ganz, ganz wichtig, euch zu zeigen, wie ihr die deutsche Sprache mit Selbstvertrauen meistert, ohne Angst haben zu müssen, euch zu blamieren. Ja, denn ich weiß, ihr habt alles, was ihr braucht, um erfolgreich in Deutschland zu sein. Herzlich willkommen hier zum Grammatik-Live-Training. Juhu! Konfetti, Konfetti auf dem C-Niveau. Ja, wir werden heute, morgen und auch am Freitag uns darüber unterhalten, welche Themen dich auf dem C-Level erwarten, beziehungsweise welche Themen du meistern müsstest, um wirklich sagen zu können, okay, ich glaube, ich habe eine sehr gute Vorstellung von der deutschen Sprache und ich habe das C-Niveau gemeistert. Ich freue mich sehr, dass du hier live dabei bist und ich freue mich sehr, wenn du dir später die Aufzeichnung anschaust. Stelle mir gerne Fragen in den Chat und wie immer schaue ich dann zwischendurch in den Chat und auch am Ende haben wir die Möglichkeit, noch einmal Fragen zu klären. Ich sehe dann auch schon die Ersten, dass sie da sind. Hallo Mius, hallo, liebe Grüße nach Portugal, ein wunderschönes Land. Hallo Kubilai, Jolanta, Jafdat, Rabat, schön, dass du wieder da bist. Hallo George oder George, schön, dass ihr da seid. Herzlichen Dank. Drei Dinge vorab, die ganz wichtig sind. Zum einen, Punkt Nummer eins. Die deutsche Grammatik ist enorm wichtig. Ja, das ist ein essentieller Baustein der deutschen Sprache. Du solltest von Anfang an, wenn du anfängst, Deutsch zu lernen, wirklich den Schwerpunkt darauf legen. Es geht nicht bei der deutschen Sprache zu sagen, ich lerne die Sprache durch Hören und irgendwie wird die Grammatik noch dazukommen. Das mag bei anderen Sprachen funktionieren. Bei der deutschen Sprache funktioniert es nicht. Du musst die deutsche Grammatik gut lernen und auch wirklich gut verstanden haben, wenn du die Ambition hast und auch den Ehrgeiz, dieses fortgeschrittene Niveau zu erreichen. Ja? Das heißt, es führt da kein Weg dran vorbei. Man muss sich in die Grammatik verlieben, man muss sich in den Prozess verlieben, man kann ein paar Grammatikübungen einfach immer zum Spaß machen. Das ist so ein bisschen wie Sudoku oder Kreuzworträtsel. Ja, es macht einfach Spaß, so nebenbei ein Grammatikbuch zu haben und da die Übungen zu lösen. Man hat dann auch immer ein Erfolgserlebnis danach, finde ich. Ja. Natürlich sind auch die anderen Sprachbausteine wichtig. Natürlich musst du dann den Wortschatz lernen, die Aussprache meistern, das Hörverständnis. Und ja, es ist so, dass Grammatik, Wortschatz, Hörverständnis auch immer Hand in Hand gehen. Ja, man kann nicht nur Grammatik lernen, ohne auch einen gewissen Wortschatz zu können. Aber wenn ich eine ganz strikte Priorisierung vornehmen müsste, was das Allerwichtigste ist, würde ich sagen Grammatik. Zuerst Grammatik, dann den Wortschatz aufbauen und dann im dritten Schritt Hörverstehen und Aussprache meistern. Weil das Hörverstehen auch vielleicht eine der herausforderndsten Sachen ist einer fremden Sprache, weil man es nicht gewohnt ist. Ja? Die Grammatik ist aber super zu lernen, weil man das immer wieder nachlesen kann, wie es geht. Man kann sofort Übungen machen und ja, das ist ein Erfolgserlebnis, wenn man dann ein Thema verstanden hat. Also, das ist wichtig. Die Grammatik ist wichtig. Punkt Nummer zwei vorab. Das Training heißt ja neue Grammatik auf dem C-Niveau.
Jetzt ist natürlich die Frage, was ist wirklich, wirklich neu auf dem C-Niveau? Dadurch, dass Grammatik oftmals so unterteilt wird wie Grammatik A1, Grammatik A2, Grammatik B1 und so weiter, bekommt man als Lerner und Lernerin das Gefühl, dass die Grammatik auf dem A1-Niveau eine andere ist als die Grammatik auf dem B2-Niveau. Ja, tatsächlich ist es aber so, dass die Dinge aufeinander aufbauen und dass viele Themen, die man in den Anfangsniveaus gelernt hat, später wiederkommen, noch einmal wiederholt werden müssen und weiter aufgebaut werden müssen. Ja? Das heißt, auf dem C-Niveau ist es so, dass man grundsätzlich sagen kann, man hat die Inhalte von B2 und diese Inhalte werden zusätzlich vertieft, mit komplizierteren Beispielen untermauert und es kommen noch ein paar Besonderheiten hinzu, über die man sich vorher keine Gedanken gemacht hat. So, das ist aus meiner Sicht die Grammatik auf dem C-Niveau. Das heißt, bis B2 musst du ganz toll aufpassen, da kommt immer etwas Neues hinzu. Auf dem C-Level ist es so, dass das alles nochmal gefestigt wird, in Details, also die einzelnen Details nochmal besprochen werden, dass alles komplexer wird und ein paar besondere Themen noch dazukommen. Ja? Von daher wird auf dem C-Niveau eigentlich das Rad nicht neu erfunden, sondern es wird das gefestigt, was man schon kann. Was noch wichtig ist und was aus meiner Sicht so das Ziel auf dem C-Niveau ist, dass man lernt, mit der Sprache zu jonglieren. Ja? Wenn du schon ein gewisses Niveau aufgebaut hast, heißt es dann, dass du deine Sätze natürlich auch schon komplexer bauen solltest, nicht immer machen, machen, machen als Verb benutzen solltest und auch das Bestreben haben müsstest, deine Sprache zu variieren und interessanter zu gestalten. Ja? Aus meiner Sicht ist das der Auftrag des Lerners auf dem C-Niveau, ein Gefühl für die Sprache zu entwickeln, komplexere Konstruktionen zu verstehen und auch selbst diese komplexen Konstruktionen bauen zu können. Ja? Gut, dann Punkt Nummer 3. Als ich die Inhalte für diese Schulung hier zusammengestellt habe, musste ich natürlich eine Auswahl treffen. Ja, in 3 Tagen können wir natürlich kein C1 und C2 Grammatikbuch durcharbeiten. Und als ich überlegt habe, okay, welche Themen sind jetzt wirklich wichtig aus meiner Sicht, habe ich mir auch die Frage gestellt, welche Themen sind praktisch anwendbar? Also welche Themen braucht man auch im täglichen Berufsleben? Ja? Denn es gibt auch Themen, die man theoretisch lernen sollte und müsste natürlich, wenn man zum Beispiel eine Prüfung schreibt, die aber jetzt für den beruflichen Alltag speziell nicht so eine große Relevanz haben, weil sie nicht so oft verwendet werden. Ja? Und was ich damit meine, ist zum Beispiel Konjunktiv 1. Ja, Konjunktiv 1 ist irgendwie so ein Thema, bei dem alle denken, oh, wenn ich Konjunktiv 1 kann, dann kann ich Deutsch. Ja? Aber Konjunktiv 1 ist etwas, was in Zeitungen und Zeitschriften benutzt wird, was aber niemand oder fast niemand im Alltag sagt, benutzt oder schreibt. Ja?
Deshalb habe ich so Abstand von solchen Themen genommen, die theoretisch natürlich wichtig sind. Natürlich muss man wissen, was Konjunktiv 1 ist, wann das verwendet wird und wie man das bildet. Aber es ist kein praktisches Thema, was wir alltäglich im beruflichen Alltag brauchen. So, das sind die drei Punkte, die ich vorab klarstellen wollte. Gut. Jemand fragt, welche Grammatik soll man meistern, um die C1-Prüfung zu bestehen? Lass uns dann am Freitag drüber sprechen. Ja, ich werde ja genau jetzt die drei Tage einige Punkte ansprechen und dann können wir am Freitag so eine Zusammenfassung machen. Okay? Sehr schön. Also, neue Grammatik auf dem C-Niveau. Ich bin ein großer Freund, eine große Freundin, von Kategorisierungen und Mindmaps und von dem großen Ganzen. Ja? Deshalb ist auch mein Ansatz, wie ich an die Grammatik rangehe, dass ich immer versuche, mir ein Gesamtbild zu machen. Also, was kann ich schon und wie kann ich das Wissen, was ich habe, in verschiedene Kategorien einsortieren? Das funktioniert bei der deutschen Grammatik super. Ja? Am Anfang ist man ein bisschen überwältigt, weil man denkt, dass es so, so viele Sachen zu beachten gibt und da sind noch die Artikel der Wörter, da sind noch die Kasus, die Fälle, dann sind ja noch die Präpositionen und so weiter. Aber wenn man mit jedem Niveau weiter die Kenntnisse aufbaut, dann versteht man irgendwann, dass alles ein Gesamtbild ergibt und zwar ein sehr, sehr logisch aufgebautes Gesamtbild, dass alle Themen miteinander zusammenhängen und dass es auch einfach ist, in dieses Raster, in dieses System neues Wissen einzubauen, weil alles logisch aufeinander aufbaut. So, die deutsche Sprache, die deutsche Grammatik ist einfach zu lernen, wenn man es schafft, einen sehr systematischen Zugang zu finden zur Sprache und diese logischen Zusammenhänge zu verstehen. Ja, das heißt, wenn du jetzt schon das Niveau B2 abgeschlossen hast und jetzt gerade auf dem C-Level bist, mit C1 beginnst oder vielleicht auch schon mit C2 beginnst, ist es für dich wichtig zu überlegen, wie kann ich das bestehende Wissen in meinem Kopf kategorisieren? Ja, und du wirst erkennen, dass du schon das Grundgerüst hast und dass gar nicht mehr so viel dazukommen muss, beziehungsweise neues Wissen wird sehr leicht einsortiert. Okay? Gut, ich habe jetzt hier eine mögliche Kategorisierung vorgenommen. Das hat aber nicht den Anspruch, vollständig zu sein. Das kann man auch anders aufteilen. Ich habe schon eingangs erwähnt, dass man die Grammatik auch auf Niveaus aufteilen kann, also A1, A2 und so weiter. Aber mir ist es lieber, diese funktionale Aufteilung vorzunehmen. Das heißt, ich schaue mir an, welche Bestandteile hat die Grammatik, welche Satzglieder gibt es und was kann ich davon ableiten? Ja, und wie kann ich mir das sozusagen zusammenstellen? Deshalb habe ich hier diese mögliche Aufteilung gewählt. Zunächst einmal Verben. Ja, Verben sind ein großes Thema. Es gibt sehr vieles, was man darüber lernen kann. Zum Beispiel die Zeitformen, Präsens, Präteritum, Perfekt. Du weißt, dass man immer die drei Formen lernen muss. Dann gibt es noch die Modalverben. Sie haben ihre Besonderheiten. Dann fällt unter diese Kategorie auch Konjunktiv 2. Das ist eine besondere Form der Verben oder auch passiv. Wenn wir über Konjunktiv 1 sprechen, würde sich das hier auch noch mit einreihen. Also stell dir vor, du machst ein Mindmap und schreibst in die Mitte Verben. Was würdest du
noch dazu schreiben. Ja, was fällt dir dazu ein? Was musst du dazu wissen? Dann haben wir Sätze. Sätze, was können wir über Sätze sagen? Es gibt einfache Sätze und es gibt auch zusammengesetzte Sätze. Ja, Sätze, die Hauptsätze sind, die Nebensätze sind. Wie sind solche Sätze aufgebaut? Was muss man dazu lernen? Was bedeutet diese Struktur? Ist die Struktur veränderbar oder nicht? Welche Bedeutung haben die einzelnen Satzmitglieder und so weiter? Dann haben wir das große Thema Präpositionen. Ja, auch hier kann man Präpositionen getrennt und für sich alleine betrachten. Hier haben wir zum Beispiel das Thema Wechselpräpositionen, also Präpositionen. Ja, das sind solche Wörter wie auf und über und unter und zwischen. Ja, das meine ich mit Präpositionen. Hier kann man zum einen sagen, okay, es gibt die Wechselpräpositionen, die ihren Kasus wechseln, je nachdem, ob wir Bewegung haben oder nicht. Und es gibt aber auch Präpositionen in Zusammenhang mit Verben, ja, oder auch in Zusammenhang mit Adjektiven oder auch mit Nomen, die ihren Kasus nicht verändern, ja, sondern die einen sozusagen festen Kasus haben. Ja, also kann man das auch aus dieser Perspektive betrachten. Dann haben wir noch die Nomen, also die Substantive in einem Satz. Hier sind Themen interessant wie Artikel. Welche Artikel haben die Nomen? Warum haben sie diese Artikel? Wobei hier meine Empfehlung immer ist, lerne einfach den Artikel von Anfang an und stell dir keine Fragen, warum das so ist. Ja, lerne es einfach. Dann kann man sich überlegen, was bestimmt den Kasus? Ja, warum stehen manchmal Nomen im Nominativ? Warum stehen sie manchmal im Akkusativ oder im Dativ? Wie kann ich das verändern? Wovon hängt das ab? Und dann gibt es auch das Thema Nominalisierung. Das heißt, Nominalisierung, da steckt das Wort Nomen drin. Etwas wird zum Nomen gemacht. Ja? Und hier gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Wir haben schon mal über Verben gesprochen. Ja, Verben können auch zu Nomen gemacht werden. Ja, und dann haben wir noch die Adjektive. Adjektive sind ja Eigenschaftswörter, wie zum Beispiel groß oder klein. Und welche Themen sind hier wichtig? Ja, also auch hier kategorisieren. Die Deklination ist wichtig, denn du hast sicherlich sehr schnell gemerkt, dass die Adjektive nicht einfach so in ihrer Grundform im Satz stehen, sondern immer eine seltsame Endung noch bekommen. Das ist wichtig zu verstehen. Dann kann man unter diesem Thema auch das Thema Partizipien zusammenfassen. Partizipien sind ja die sind Verbformen sozusagen, einmal Partizip 1 und einmal Partizip 2. Auch diese Wörter können als Eigenschaftswörter verwendet werden oder wie Adjektive. Und auch hier gibt es das Thema Nominalisierung. Das heißt, man kann aus einem Adjektiv ein Nomen machen. Ja, und manchmal verwendest du diese nominalisierten Adjektive alltäglich und dir ist das vorher nicht bewusst, dass das substantivierte Adjektive sind. Ja, wie zum Beispiel, wenn du sagst, alles Gute zum Geburtstag, wird Gute groß geschrieben. Ja, warum? Weil das Adjektiv gut ist und alles Gute, Gute ist eine Nominalisierung. Ja, und solche Details, solche Feinheiten, genau das lernt man dann auf dem C-Niveau. Also etwas bewusst wahrzunehmen und definieren zu können, warum ist es so, wie es ist. Ja? Gut. Also wichtig, eine gewisse Struktur im Kopf zu haben. Und wir werden jetzt in den 3 Tagen oder ich werde versuchen, dann von allen Themen ein bisschen was abzudecken. Heute schauen wir uns 2 Themen an. Zum einen sprechen wir über die subjektive Bedeutung der Modalverben. Und zum zweiten geht es um Passiversatzformen. Na, schon mal davon gehört? okay. Die subjektive Bedeutung der Modalverben.
Ehrlich gesagt würde es mir bis heute nicht klar sein, dass es dieses Thema gibt, wenn ich nicht Deutsch unterrichten würde. Denn vom Sprechen her, von der Benutzung dieser subjektiven Bedeutung ist das für mich etwas ganz Natürliches, worüber ich mir keine Gedanken mache. So, ne, wie das halt ist in der entweder Muttersprache oder in einer Mutter oder in einer Sprache, die man sehr gut spricht. Man sagt etwas und man macht sich keine Gedanken darüber. So, und diese subjektive Bedeutung der Modalverben wurde mir wirklich bewusst, als ich mich auf meine Lehrtätigkeit vorbereitet habe. Und dann habe ich gedacht, aha, okay, so kann man das auch sehen, ja. So, subjektiv, also, du kennst ja die Modalverben, ne? Müssen, können, dürfen und so weiter. All diese Modalverben haben eine Grundbedeutung oder auch eine objektive Bedeutung. Das heißt, du hast das schon mal gelernt irgendwo. Müssen ist Notwendigkeit, ja, das muss passieren, sonst gibt es Konsequenzen. Können ist Fähigkeit, Möglichkeit und so weiter. Das sind also die Grundbedeutungen der Modalverben. Und neben dieser Grundbedeutung gibt es dann die sogenannte subjektive Bedeutung. So, und wir fangen an damit, dass diese subjektive Bedeutung eine Wahrscheinlichkeitsschätzung ausdrückt. Ja? Und wenn ich subjektiv sage, dann bezieht sich das immer auf den Sprecher. Okay? Ich zeige dir gleich Beispiele, damit du dir ein Bild davon machen kannst, was ich meine. Aber das sind wichtige Grundlagen, die man im Hinterkopf behalten muss. Wenn ich ein Modalverb in der subjektiven Bedeutung benutze, dann möchte ich damit ausdrücken, dass ich nicht sicher bin, ob eine Aussage richtig ist oder falsch. Ja, wie wahrscheinlich ist es, dass das, was ich sage, stimmt? Das möchte ich damit sagen. Ja, so. Und dann gibt es verschiedene Abstufungen. Wenn ich mir absolut sicher bin, dass etwas so ist, wie ich das sage, dann benutze ich müssen. Ja, ich bin mir 100% sicher, dass es so ist. Es ist eine Schlussfolgerung aus Fakten. Es ist zweifellos so. Ja, zweifellos. Oder ich benutze die Konjunktivform des Modalverbs. Dann bin ich aber nur 75% sicher, dass das stimmt. Und es ist eine Vermutung. Höchstwahrscheinlich ist es so. Gut, und ich zeige dir gleich Beispiele. Sie muss an der Besprechung teilgenommen haben, weil sie mir das Protokoll weitergeleitet hat. Okay? Das heißt, ich bin mir absolut sicher, dass sie an der Besprechung teilgenommen hat, weil ich das Protokoll von ihr bekommen habe. Also hier ist muss nicht eine Notwendigkeit. Sie muss an der Besprechung teilnehmen, ansonsten verliert sie ihren Job, sondern ich bin mir ziemlich sicher, dass sie an der Besprechung, nicht ziemlich sicher, sondern ich bin mir absolut sicher, also sie hat zweifellos an der Besprechung teilgenommen, weil sie mir das Protokoll weitergeleitet hat. Ja, also ich äußere meine Wahrscheinlichkeitsschätzung. Oder ich benutze müsste und sage, er müsste bald da sein. So weit ist es nicht. Ja, auch das ist eine subjektive Bedeutung des Modalverbs. Ich schätze, meine Wahrscheinlichkeitsschätzung ist ungefähr bei 75%, dass er bald kommt, weil die Entfernung nicht so weit ist. Also es ist keine Notwendigkeit. Ja? Ich sage nicht, er müsste bald da sein, sonst, keine Ahnung, sonst bekommt er Probleme mit mir. Ja, sondern ich bin mir fast sicher, dass er gleich kommt, weil es nicht so weit ist. Ja?
Du siehst, von der Bildung der Sätze ist das genau das gleiche wie bei der objektiven Bedeutung. Ja, man hat das Modalverb und dann ein anderes Verb am Ende oder alle anderen Verben sind am Ende. Aber es ist was anderes gemeint. Es wird was anderes gemeint oder es ist was anderes gemeint. Das heißt, diese subjektive Bedeutung ist auch immer vom Kontext abhängig. Gut, schauen wir uns noch Beispiele mit dürfte und könnte an. Also bei dürfte ist dann die Wahrscheinlichkeit schon geringer als 90 oder 100%. Ja, wahrscheinlich ist es so. Und bei können oder könnte bin ich mir nur zu 50% sicher. Vielleicht ist es so. Ja? Zum Beispiel. Diese Vereinbarung dürfte bereits vor 15 Jahren abgeschlossen worden sein. Das bedeutet, wahrscheinlich wurde diese Vereinbarung vor 15 Jahren abgeschlossen. Ja? Und auch hier habe ich verschiedene Möglichkeiten, wie ich diese Behauptung machen kann. Und ich habe die Wahl. Ja, ich könnte natürlich sagen, wahrscheinlich oder vielleicht, aber ich könnte auch ein Modalverb benutzen, um diese Wahrscheinlichkeit auszudrücken. Und bei können ist es nur ein vielleicht. Zum Beispiel Frau Lech könnte im Urlaub sein, weil sie nicht ans Telefon rangeht. Ja, also ich kann nicht 100% sicher sein, weil ich nicht dort bin, wo Frau Lech ist und sie hat es mir nicht erzählt, aber sie geht nicht ans Telefon, also ist die Wahrscheinlichkeit 50-50, dass sie im Urlaub ist. Ja, Frau Lech könnte im Urlaub sein, weil sie nicht ans Telefon rangeht. So, und du merkst schon, dass es bei manchen Konstruktionen, wie zum Beispiel bei müsste oder hier könnte, dass du das wahrscheinlich schon täglich benutzt, ja, dass du diese subjektive Bedeutung täglich benutzt, aber dass es dir nicht bewusst ist, dass das die sogenannte subjektive Bedeutung des Modalverbs ist. So, und dann haben wir noch mögen, ja, auch das ist ein Modalverb, das man nicht vergessen sollte. Auch hier haben wir eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit, dass etwas stimmt und das ist eine eventuell Sache. Eventuell ist es so, aber ich weiß es nicht. Und hier gibt es ein paar typische Beispiele, die man immer wieder im Alltag hört. Das mag sein, ja, wenn man sich das in der Grundbedeutung des Verbs mögen überlegt, würde das überhaupt keinen Sinn ergeben. Ja, denn mögen ist ja etwas lieben. Ja, zum Beispiel ich mag, meistens benutzen wir das mit Substantiven, dass wir sagen, ich mag Eis. Ja, das mag sein, würde in der Grundbedeutung überhaupt keinen Sinn ergeben. Deshalb ist das die subjektive Bedeutung, beziehungsweise es ist eindeutig, dass das die subjektive Bedeutung ist. Das mag sein, bedeutet eventuell ist das so, aber ich bin mir nicht sicher. Ja, eine ganz typische Antwort in Situationen, wenn jemand anders eine Aussage macht und du bist dir nicht sicher, ob das stimmt und dann sagst du, ja, das mag sein, keine Ahnung, ja, oder ja, das mag stimmen oder ja, er mag recht haben, aber wer weiß das schon, ja. Das ist die subjektive Bedeutung von müssen, können, mögen, dürfen. Also so eine gewisse Wahrscheinlichkeitsabstufung, bin ich mir ganz sicher, dass diese Aussage stimmt oder nicht. So, und dann fehlen ja noch zwei Verben, sollen und wollen. Auch sie haben eine subjektive Bedeutung. Auch hier heißt subjektiv bezogen auf den Sprecher. Aber hier geht es nicht so sehr
um Wahrscheinlichkeitsschätzung, sondern eher darum, Gerüchte weiterzugeben. Ja, ich habe etwas gehört, jemand hat etwas gesagt und um das auszudrücken, benutze ich sollen oder wollen. Okay, sollen ist, wenn es jemand anders erzählt hat. Zum Beispiel Katharina soll geheiratet haben. Ich bin im Büro und unterhalte mich mit meiner Kollegin und ich sage, hey, hast du schon gehört? Hier, Frank hat erzählt, Katharina soll geheiratet haben, ja? Also ich gebe ein Gerücht weiter, dann benutze ich sollen. Wenn mir das aber Katharina selbst erzählt hat, ja, wir haben uns in der Mittagspause gesehen und sie hat erzählt, oh, ich habe letzten Monat geheiratet, dann kann ich wieder zu meiner Kollegin sagen, Katharina will geheiratet haben, aber niemand hat etwas davon gehört. Ja, also Katharina behauptet das, aber stimmt das überhaupt? Ja. So, das ist dann der Unterschied zwischen sollen und wollen. Und wenn man Übungen mit diesen Verben macht und mit diesen verschiedenen Abstufungen, ist es sollen oder wollen, ist es meistens so, dass man Sätze umformulieren muss. Also am Anfang hat man so einen Satz wie, Peter hat mir erzählt, dass er der beste Spieler der Welt ist. Und dann muss man entscheiden, okay, muss ich sollen oder wollen benutzen? Ja, Peter will der beste Spieler der Welt sein, ja, weil er es mir erzählt hat. Oder wenn irgendwo in der Zeitung steht, ja, dass jemand Wichtiges kommt, der Prinz soll, keine Ahnung, um 18 Uhr da sein. Ja? Und im Business-Deutsch-Kontext hängt es immer vom Kontext ab. Ja, also es kann eine objektive Bedeutung sein, es kann auch eine subjektive Bedeutung sein. Hier muss man wirklich auf den Kontext achten. Deswegen lernt man auch dieses Thema erst auf C1-Niveau, weil es hier sehr, sehr viel Erfahrung mit der Sprache erfordert und auch schon ein gewisses Gefühl für die Sprache. Denn manchmal gibt es gefühlt keinen Unterschied zwischen objektiv und subjektiv. Ja? Zum Beispiel, die Kunden sollen um 18 Uhr hier sein. Das kann eine Empfehlung sein, also eine objektive Bedeutung des Verbs. Sag bitte den Kunden, dass sie um 18 Uhr hier sein sollten. Objektive Bedeutung. Oder irgendjemand hat erzählt, dass die Kunden um 18 Uhr kommen. Also kann ich auch sagen, die Kunden sollen um 18 Uhr da sein, weil ich das gehört habe. Okay? Oder der Lieferant. Ich habe mit dem Lieferanten telefoniert. Der Lieferant will den günstigsten Preis auf dem Markt haben. Also er behauptet das. Ja, aber das bedeutet nicht, er möchte, er hat den Wunsch und die Absicht, das ist die Grundbedeutung, sondern ich gebe das weiter, was er mir erzählt hat. Gut, okay, ich weiß, dass jetzt wahrscheinlich ein Feuerwerk in deinem Kopf ist. Wenn du noch nie davon gehört hast, ist es zugegebenermaßen ein bisschen überwältigend, aber es lohnt sich, mit dem Thema ein bisschen zu sitzen, sich das durch den Kopf gehen zu lassen und darauf zu achten, ja, denn man wird es in gewissen Kontexten immer wieder hören oder lesen. Gut, dann haben wir noch ein zweites Thema für heute. Ja, ich habe euch zwei Themen versprochen. Und das zweite Thema ist Passiversatzformen. Auch das ist etwas, was man erst im Nachhinein versteht, wenn man schon viel Erfahrung mit der Sprache hat und wenn man schon viele Sätze gelesen hat und dann weiß man, aha, okay, das nennt man eine Passivversatzform. Okay, gut, was bedeutet das? Also passiv kennst du, Zustandspassiv,
Vorgangspassiv. Die Idee hinter Passiv ist, dass man das Subjekt in den Vordergrund stellt, also nicht die Person, die etwas tut, sondern das, was gemacht wird, soll im Vordergrund stehen. Nun ist es allerdings so, dass man in einem Text, wenn es notwendig ist, sehr viele Passivkonstruktionen zu benutzen, wäre das sehr langweilig, ständig passiv zu sagen, passiv zu benutzen. Deshalb hat man an vielen Stellen die Möglichkeit, das auch anders auszudrücken. Das heißt, hier geht es um die gleiche Bedeutung, aber um eine andere Art und Weise, diese Bedeutung auszudrücken. Und hier ist ein Beispiel, zum Beispiel dieses Kunstwerk kann nicht leicht verkauft werden. Ja, das ist ganz klar vorgangspassiv mit einem Modalverb. Und diese Bedeutung kann man auf drei unterschiedliche Weisen wiedergeben. Zum Beispiel dieses Kunstwerk lässt sich nicht leicht verkaufen oder dieses Kunstwerk ist nicht leicht zu verkaufen oder dieses Kunstwerk ist nicht leicht verkäuflich. Ja? All diese drei Sätze haben die gleiche Bedeutung wie der Passivsatz. So, und wir machen jetzt gemeinsam noch eine Übung dazu. Und ich zeige dir noch mal was anderes. Okay. Das ist ein Grammatikheft, was meine Business-Deutsch-Experten bekommen, wenn sie im Programm sind oder im Club, der Business-Deutsch-Experten-Club. Und hier geht es um das Thema Passiv, Passiversatzformen. Und hier kann man nochmal genau nachlesen. Passiversatzformen sind eine Alternative zu Passivkonstruktionen und werden meistens in der mündlichen Kommunikation benutzt. Und hier an der Seite haben wir eine Aufzählung, habe ich aufgeschrieben, welche Ersatzformen es gibt, also welche Möglichkeiten es gibt, passiv zu ersetzen. Zum Beispiel sich lassen plus Infinitiv. Ja? Wenn das unser Passivsatz wäre, der Rückgang der Verkäufe kann leicht erklärt werden. Ich schaue nochmal, ob das gut funktioniert. Ja. So, Passivsatz, der Rückgang der Verkäufe kann leicht erklärt werden. Kann man das mit dieser Ersatzform folgendermaßen ausdrücken? Der Rückgang der Verkäufe lässt sich leicht erklären. Ja, mit sich lassen und Infinitiv. So, dann haben wir bei manchen reflexiven Verben auch die Möglichkeit, den Passivsatz in einen Aktivsatz umzuwandeln. Zum Beispiel, das Missverständnis kann bald aufgeklärt werden. Das Missverständnis klärt sich bald auf. Ja, wenn das geht, dass man das in diese Aktivform überträgt. Ja, also es ist nicht immer alles möglich oder es ist nicht auch immer alles üblich. Ja, auch hier kommt es auf die Erfahrung mit der Sprache an. Oder sein plus zu plus Infinitiv, zum Beispiel der Vorgesetzte kann leicht überzeugt werden. Der Vorgesetzte ist leicht zu überzeugen. Ja, also den Vorgesetzten kann man leicht überzeugen. Es gibt aber auch weitere Bedeutungen, zum Beispiel Notwendigkeit. Alle älteren Dateien müssen gelöscht werden. Passivsatz, Passiversatzform. Alle älteren Dateien sind zu löschen. Ja? Diese Form liest man ganz oft auf irgendwelchen Verbotsschildern. Ja, zum Beispiel, der Müll ist zu entsorgen. Was noch? Der Kühlschrank ist zu schließen oder keine Ahnung, aber kann man auf Verbotsschildern sehen. Gut, und dann hat man auch noch Empfehlungen, zum Beispiel die Auswirkungen dieser Entscheidung dürfen nicht unterschätzt werden.
als Passivversatzform, die Auswirkungen dieser Entscheidung sind nicht zu unterschätzen. Ja? Oder man nimmt ein Adjektiv. Ja, wenn das geht, kann man ein Adjektiv bilden. Aus dem Verb kann man ein Adjektiv mit der Endung bar oder lich bilden. Passivsatz, diese Entscheidung kann leicht nachvollzogen werden. Ersatzform, diese Entscheidung ist leicht nachvollziehbar. Ja, das ist leicht nachvollziehbar. Oder mit einem zu plus Partizip 1. Der Auftrag kann schwer erfüllt werden. Das ist ein schwer zu erfüllender Auftrag. Okay? Also sind das Themen und Dinge, mit denen man einfach eine Weile sich beschäftigen muss, überlegen muss, sich wirklich vornehmen muss, das auch aktiv einzusetzen und zu üben. Aber vor allen Dingen muss es dir erstmal überhaupt bewusst sein, dass es das gibt. Ja? Und das ist das, was man auf dem C-Niveau entdeckt. So, ich zeige dir auch gleich die Übung dazu und dann können wir drei Beispiele auch zusammen machen. Nehmen wir ein paar Beispiele, die nicht so lang sind. Zum Beispiel Nummer 2. Der Klimawandel kann nicht mehr aufgehalten werden. Das ist der Passivsatz. Wie kann man das anders formulieren und trotzdem die gleiche Bedeutung wiedergeben? Schreib mir bitte in den Chat. Wie würdest du den Satz anders sagen, ohne passiv zu benutzen? Ja, also du hast die Möglichkeit zu überlegen, geht das mit sich lassen plus Infinitiv? Geht das vielleicht mit einem Gerundiv? Geht das mit einem Adjektiv? Wie kann man das anders sagen? Okay, ich zeige dir nochmal die andere. Also merkt ihr den Satz, der Klimawandel kann nicht mehr aufgehalten werden. Lass uns jetzt uns konzentrieren auf sich lassen plus Infinitiv als Ersatzform. Sich lassen plus Infinitiv, das ist eine mögliche Umformulierung. Wie würde dann der Satz lauten? Sich lassen plus Infinitiv. Wie würde dann der Satz lauten? George hat geschrieben, man kann den Klimawandel nicht mehr aufhalten. Ein sehr richtiger Satz, vielen Dank. Das ist ein aktiver Satz. Ne? Das ist die Umformulierung vom Passiv ins Aktiv. Ja, das ist natürlich eine Möglichkeit. Es ist eine Möglichkeit, den Passivsatz ins Aktiv zu setzen und man zu benutzen. Aber hier konzentrieren wir uns auf die passive Seite. Also wir bleiben im der passiven Bedeutung, also es geht um die Sache, um den Klimawandel, aber wie können wir das anders ausdrücken als mit Vorgangspassiv? Super, super. Tolle Beispiele kommen schon in den Chat. Super. Oh, das kam jetzt also viel auf einmal. Moment. Richtig. Leid hat geschrieben, der Klimawandel ist nicht mehr aufzuhalten. Absolut richtig. Milan ist nicht aufzuhalten. Richtig. Der Klimawandel ist nicht mehr aufhaltbar. Norden. Super. Würde ich auch sagen. Der Klimawandel lässt sich nicht mehr aufhalten. Absolut richtig. Mit sich lassen und Infinitiv lässt sich nicht mehr aufhalten. Genauso, Martin, hast du genau richtig auch geschrieben. Genau, der Klimawandel ist nicht mehr aufzuhalten. Super, also ihr habt alle weiteren richtigen Möglichkeiten gefunden. Super, und ich habe noch, glaube ich, als Lösung geschrieben, ist unaufhaltbar. Also das Gegenteil von aufhalten, unaufhaltbar. Aber okay, es ist halt auch immer die Frage, was ist tatsächlich alltäglich.
Gut, machen wir noch ein Beispiel. Das nächste Beispiel, der Fehler in der Hausaufgabe kann leicht korrigiert werden. Wie kann man das ersetzen? Der Fehler in der Hausaufgabe kann leicht korrigiert werden. Ihr habt das schon super gemacht bei der ersten. Okay, Harshit, der Fehler in der Hausaufgabe ist leicht korrigierbar. Super, du hast ein Adjektiv gemacht. Prima. Sehr gut. Ist leicht zu korrigieren. Perfekt. Ist leicht zu korrigieren. Absolut richtig. Genau. Und eine dritte Möglichkeit hätten wir auch. Lässt sich leicht korrigieren. Genau. Super. Ja, absolut. Absolut. Toll. Ja, lässt sich leicht korrigieren. Genau. Sich lassen plus Infinitiv. Lassen sich, genau, genau, Martin, Harshit, leid, absolut. Genau. Wunderbar, ihr habt das Thema super gemeistert. Toll. Ja, also wie ihr seht, sind es einfach, was heißt einfach, aber es sind Details der Sprache, die man sich nochmal bewusst machen muss, die man nur lernen kann, wenn man die Grundlagen sehr gut beherrscht. Das heißt, wenn man passiv schon sehr gut beherrscht. Ja, das ist dann sozusagen ein Aufbauen darauf. Und es ist etwas, was man oft alltäglich benutzt, aber was einem nicht bewusst ist, dass das eine Passivsatzform ist, zum Beispiel. Ja? Wunderbar. Habt ihr dann noch weitere Fragen zu diesen zwei Themen? Subjektive Bedeutung und Passivsatzformen. Ja, auch das Beispiel, hier hat jemand geschrieben, der Fehler in der Hausaufgabe ist leicht zu korrigieren, ist auch richtig, sehr gut, sehr schön. Habt ihr noch Fragen zu der subjektiven Bedeutung der Modalverben oder Passivsatzformen? Harshit schreibt, verstanden. Super, jetzt geht es an die Übung, ne? Einfach ein paar Übungen machen, um das zu festigen. Ja? Übungen, ich sage immer, Deutschübungen sind wie Gehirnjogging, ja, das beugt Krankheiten vor. Es ist gut für die Gesundheit auch. Gehirnjogging mit Deutsch. Ja. Okay, wunderbar. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch. Morgen geht es spannend weiter. Für morgen habe ich die Themen Konjunktiv 2 in der Vergangenheit und mit Passiv und Präpositionen mir vorgenommen. Ja? Wunderbar. Herzlichen Dank für die tollen Kommentare. Ich wünsche euch noch einen erfolgreichen Arbeitstag. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Tschüss.